Er kann nicht nur sehr gut klappern, nein, er kann auch sehr gut hacken. Zum Leidwesen einiger Autobesitzer, hier sehen wir den Terrorstorch von Brandenburg. Seit Wochen regen sich die Anwohner von Glambeck über diesen komischen Vogel auf. Mit seinen frechen Hackattacken beschädigte er bereits mehrere Autos. Warum macht er das überhaupt? Der Storchenbeauftragte der Region, Paul Sömmer, vermutet, dass das Tier unter Stress steht, weil sein Nachwuchs bald schlüpfen könnte. Für Autofahrer ohne Vollkaskoversicherung ist dieses kuriose Verhalten sehr ärgerlich. Sie bleiben auf den Kosten sitzen.